Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Tuma. Bei mir gibt es Tipps, Tricks, Guides, wie auch den Platin Guide und auch den Platin Workthrough im Livestream hier auf meinem Kanal. Doch heute dreht sich alles um. Checkt gerne auch dieses Video aus, das war das letzte Video, was ich dazu gemacht habe. Und damit ihr gar nichts mehr verpasst, würde ich mich mega über ein Abo freuen. Checkt gerne auch dieses Video hier aus, das ist ein Video zu einem anderen Blockbuster hier auf meinem Kanal. Und wie sage ich immer so schön, bleibt gesund und Semper Fi. Nach dem Intro geht's los. Let's do it. This is the future. In Dragon Age The Wild Guard wird es insgesamt 6 Fraktionen geben. Und nun beginnen wir in meiner kleinen Kurzvorstellung mit den Grauen Wächtern. Der Bauer lächelte traurig auf seine Grauen Wächter. Wie die Kirche sagt, ist kein Opfer größer als ihres. Die Grauen Wächter sind ein Orden, der zum Schutz vor der dunklen Brut gegründet wurde und bereits mehrfach und stets erfolgreich gegen die Plage gekämpft hat. Nur die besten und gefürchtetsten Krieger treten dem Grauen Orden bei. Jeder von ihnen ist bereit, alles zu opfern, um stets die Bedrohung der Dunkelheit zu besiegen. Sie sind wahre Legenden und bereit für die Schlacht, sollte die Verderbnis erneut ausbrechen. Die Wächter durchlaufen geheime Riten, die ihnen übernatürliche Kräfte verleihen. Es gibt aber nicht mehr viele von ihnen. Wenn man aber in ihrer Nähe ist, bemerkt man schnell ihre seltsame und mysteriöse Aura. Die zweite Fraktion sind die sogenannten Schleierspringer. Die Schleierspringer sind Erforscher der uralten Elfenruinen, die auf dem gesamten Kontinent verbreitet sind. Doch diese sind nicht für jeden sichtbar. Sie heißen jeden willkommen, der den Mut hat, sich der realitätsverändernden Magie von Arlathan zu stellen. Bekannt ist Arlathan als Wald. Seit der Zerstörung der Stadt von Arlathan durch das Tevinter Imperium im Jahre 975 erscheint verlassen zu sein. Im Zeitalter der Drachen glaubte man allgemein, dass es in diesem Wald spukt. Die Überreste alter Elfenmagie und alter Geister machen ihn zu einem gefährlichen Ort. Obwohl die Dalaran-Clans noch immer in dem Wald oder in dessen Nähe leben. Der Arlathan-Wald wird auch als Andruils-Wald bezeichnet. Kleiner Exkurs. Andruil, die Jägerin, auch bekannt als die Herrin des Glücks, ist eine elfische Göttin der Jagd. Für die Dalish repräsentiert sie das Überleben. Wollt ihr mehr zu den einzelnen Fraktionen wissen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Sonst, ihr habt es gerade gemerkt, würde es das Video absolut sprengen. Fraktionen in Dragon Age sind sehr umfangreich, aber auch sehr beeindruckend. Und nun kommen wir zu den Schattendrachen. Die Schattendrachen sind eine Widerstandsbewegung gegen korrupte Herrscher und kämpfen gegen die Sklaverei in Tevinter. Sie sind entschlossen, dem Volk die Gerechtigkeit zurückzubringen. Mitglieder der Schattendrachen halfen einer Gruppe von Solas, befreite elfische Sklaven, ihren früheren Besitzern, den Venatori, zu entkommen. Die Magierin Neve Gallus gehört dieser Widerstandsgruppe an und wird euch in Dragon Age The Wild Guard begleiten. Auch Rook könnte dieser Fraktion angehören, doch das entscheidet ihr. Folgt mir auch gerne auf TikTok, dort gibt es dann immer wieder kleine Insider-Videos zu meinen aktuellen Projekten, also let's do it, check meinen TikTok-Kanal aus. Die vierte Fraktion sind die Meister des Schicksals. Die Meister des Schicksals gelten als die besten Schatzsucher in Tedas. Neben der Bergung von Schätzen aus Höhlen und Kerkern sind sie auch dafür bekannt, die Kopfgelder für Monster einzutreiben, aber auch waghalsige Aufträge anzunehmen. Gegen einen Aufpreis bieten sie auch denjenigen Schutz, die sie auf einer Schatzexpedition begleiten möchten. Sie sind an ihrer farbenfrohen Kleidung, Scherben, Umhängen, Gürtel und Schnallen schnell zu erkennen.
Sie tragen gerne ihre erbeuteten Schätze zur Schau und rühmen sich damit, wie erfolgreich sie doch waren. Doch nur wer mehr als 2 Jahre in dieser Fraktion überlebt hat, darf sich Meister des Schicksals nennen. Tech zum Beispiel ist eine Drachenjägerin und eine Begleiterin in Dragon Age The Wild Guard. Für alle, die sich gewundert haben, warum die Koshith solch bunte Kleidung trägt. Nun, hier habt ihr ganz klar den Beweis, denn sie ist ein Mitglied der Meister des Schicksals. Darüber hinaus ist sie auch Mitglied der Schleierwacht. Nun kommen wir zur 5. Fraktion, die Trauerwacht. Die Trauerwacht ist ein elitärer, nekromantischer Orden, der sich um die weitläufige große Nekropole von Nevra kümmert, in der Untote umherwandern und Geister wohnen sollen. Die Trauerwacht befasst sich unter anderem mit misslungener Magie, insbesondere im Zusammenhang mit der nevradischen Bestattungsrechten und dem Besitz von Leichnamen. Die Trauerwächter haben absolute Autorität über die Totenwächter. Ihr wohl bekanntestes Mitglied ist Emmerich Volkerin. Er wird auch ein Begleiter in Dragon Age The Wild Guard sein und war schon lange, lange vor euch Mitglied der Trauerwacht. Denn über 30 Jahre war er Ordensmitglied der Moralisten. Er hat einen Skelettassistenten namens Manfred. Die 6. und letzte Fraktion, die meiner Ansicht nach die interessanteste, die Krähen von Antiva. Die gnadenlosen Assassinen, schnelle Klinge im Dunkeln und werden aber auch als schattenhafte Beschützer Antivas ebenso geachtet wie auch gefürchtet. Die Krähen von Antiva, auch besser bekannt als das Haus der Krähen, sind eine Elite-Organisation von Dieben, Spionen, Assassinen, die in ganz Tedas berühmt sind. Durch ihren tödlichen Ruf und ihre exotischen Gifte regieren die Krähen praktisch ihr Heimatland. Obwohl Ehre unter solch einer Organisation generell zweifelhaft ist, halten sie sich dennoch an eine eiserne Regel. Verträge und Vereinbarungen müssen eingehalten werden. Jegliches Scheitern beim Eliminieren eines Ziels bedeutet, das Leben des eigenen Assassinen genauso verwirkt ist, wie auch dessen Ziel. Die Krähen von Antiva sind eine treibende politische Kraft in Antiva. Sie werden oft angeheuert, um Adlige zu ermorden und auch Mitglieder der Königsfamilie. Wenn die Krähen für einen Auftrag angeheuert werden, wickelt meist ein Meister den Kontakt ab. Wenn der Meister nicht in der Lage ist, den Auftrag zu erfüllen, können andere Meister angeheuert werden. Es ist auch möglich, das ganze Haus der Krähen anzuheuern, auch wenn es extrem teuer wäre. Es gibt wohl nur einen Fall, in dem das jemals passiert ist. Lucanis della Morte ist ein Meisterassassin der Krähen von Antiva und wird euch in Dragon Age The Wild Guard begleiten. Sollte er euren Auftrag annehmen, werdet ihr euch gewiss sein, dass Lucanis alles daran setzen wird, euren Auftrag zum Erfolg zu führen. Doch ob er euren Auftrag annimmt, das liegt wohl ganz bei euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr von den Fraktionen haben wollt an Informationsvideos. Vielleicht auch zu einzelnen Charakteren, die euch begleiten. Ich habe ja schon ein Video gemacht, wo ich alle kurz und knapp zusammengefasst habe. Also, welcher Fraktion werdet ihr beitreten? Wie wird eure Hintergrundgeschichte aussehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hat dir mein Video zu Dragon Age Wild Guard gefallen? Dann lass mir gerne ein Däumchen oben da. Ein Kommentar, darüber würde ich mich auch freuen. Willst du mehr wissen, dann check hier meine ganzen Platin-Guides aus, meine Playlist dazu. Und natürlich kannst du mich auch gerne in meinem interaktiven Livestream zu BioWares neuestem Projekt Dragon Age Wild Guard besuchen. Und natürlich ein Abo, wäre mega nice von dir. Wir sehen uns im nächsten Video. Natürlich bleib gesund.